Dresden. Ramusch. Und Niesen ist es. Guter Schuss und den Abpraller. Verwertet. Ich glaube auch Greco. Oder Tutu. Einer von beiden Pass. Ja, es war Greco. Und der hat einen Lauf. Sein sechster Treffer in den letzten vier Pflichtspielen. Zwei im Europacup, vier in den letzten beiden Meisterschaftsspielen. Und ein wichtiges Tor, das erste österreichische Europacup-Tor in dieser Woche. Nach dem toll geschossenen Freistoß von Nielsen, den Susko, der Nationaltorhüter, noch kurz abwehren kann. Und Akwaefo ist dran und kurz nach ihm auch Tutu. Beide Stürmer hatten den Riecher. Akwaefo war schneller. Ja, fast schaut so aus, als wäre Torhüter Susko dann auch mit der Hand dran gewesen. Noch einmal das Brechen der Torsperre gegen österreichische Clubs im Europacup. Und wieder hat der GRK die Räume gut eng gemacht. Hat den Aufbau des Slowaken schon im Ansatz gestört. Und die Folge, das 3:0. Folge guter Raumaufteilung, Folge guten Attackierens. Und Akwaefo wieder einmal mit einem Doppelpack, wie zuletzt schon zweimal in der Meisterschaft. Drei afrikanische Tore für Österreich, für den GRK. Sehr schönes Zusammenspiel, Assist diesmal von Tutu, Abschluss diesmal von Akwaefo. Aber eingeleitet durch Aloisi, der den Fehlpass abgefangen hat. Der GRK nützt heute die Fehler des Gegners. Dreimal schon. 3:0 nach 56 Minuten. Der Kurt Jara macht sich da ein bisschen lustig über den Unparteiischen. Der Cestov. Akwaefo. Und das ist der Spiel ist wieder offen. 1:1. Benny Akwaefo mit seinem 9. Tor in dieser Saison. Es hat sich da leider ein Spieler verletzt, und zwar Eman bei dieser Attacke von Cercesov. Und dann ein herrlicher Heber über die Innenstange geht der Ball ins Tor. Hier nochmals die Aktion. Cercesov faustet raus. Akwaefo und überhebt die gesamte Verteidigung. Kogler kann hier nicht mehr einschreiten. Und der Ball via Innenstange ins Tor.
hoffen nächste Woche natürlich die Lussener überholen. Das wäre theoretisch durchaus möglich. Der GRK anfangs auch mit einigen Problemen, aber dann doch einmal mit einem ersten brauchbaren Angriff. Tschech, Gregor Pötscher. Und dann heißt es 1:0 in der sechsten Minute. Der erste gute Angriff beim GRK. Benedikt Akwegbo ist der Torschütze, hat dann nur noch abstauben müssen. Ideal die Vorarbeit von Gregor Pötscher. Golemats den Schritt zu spät und die Nummer 10 beim GRK mit Nummer 10 in Sachen Saisontreffer für ihn selbst. Aber es will einfach nicht klappen. Da kommt natürlich der GRK zum Konter. Die Salzburger riskieren dann viel und Benny Akwegbo. 92. Minute und das ist das 2:0. Der Nigerianer, der zu spät nach dem Afrika-Cup und vom Heimaturlaub gekommen ist, 100.000 Schilling Geldstrafe bekommen hat, verwertet hier diesen Pass von Enrico Kulowitz eiskalt. Und vielleicht hat er sich heute da wieder ein bisschen was verdient, damit die Strafe kleiner wird. Der GRK gewinnt durch Tor. Herr Präsident Svetic sieht das Ganze mit Schrecken, doch danach stürmen Maus und Mann nur mehr in Richtung Tor der Holzberger. Und ein Freistoß von Tritovic leitet den Ausgleich ein. Akwegbo erzielt in der 82. Minute das 1:1. Kurz danach muss Tritovic vom Feld. Eine Geste zum Kopf deutet der Schiedsrichter als den berühmten Vogel und das gibt Rot. Der GRK muss mit nur 10 Mann in die Verlängerung. Und da zeigen sich die Grazer wohl der Not gehorchend aggressiver, lauffreudiger. Und die Flanke von Pötscher nützt wieder Benny Akwegbo. 96 Minuten zum 2:1 Führungstreffer. Und der Nigerianer schießt auch noch ein drittes Tor, fixiert das einem Elfmeter das 3:1. Und damit steht der GRK in der dritten Cup-Runde nach einem Spiel, in dem es für den Bundesliga-Club lange finster war, aber noch rechtzeitig die Erleuchtung kam. Gleich darauf diese Szene. Helmut Pfeiffer gegen Boban Mitrovic und Schiedsrichter Sedlacek entscheidet da auf den Vierter. Das Ganze noch einmal. Und da sieht man, Boban Mitrovic zeigt hohe Fallbereitschaft. Akwegbo mit Verzögerung, 3:0 nach 56 Minuten und das ist wohl. Da lässt sich Igor Bamic austauschen und es kommt Ben Akwegbo ins Spiel. Erst zum Mittag ist er aus Afrika gekommen nach dem Länderspiel Nigeria gegen Eritrea. Ist natürlich auch, ob Basching das konditionell durchstehen wird können. Ich habe doch viele, viele Spiele in der letzten Zeit. GRK hat ja auch im letzten Meisterschaftsspiel gegen die Austria einige Stammspieler geschont. Che, Mitrovic, guter Pass von Che, Mitrovic, Tor oder nicht? Da hat Akwegbo den Ball noch berührt. Ich glaube schon. Schauen wir uns das noch einmal an. Jubel bei den Grazern natürlich. 0:1 auf alle Fälle. Schiedsrichter Stucklitz. Schauen wir noch einmal genau hin. Zuerst dieser herrliche Pass auf Mitrovic. Und da steht natürlich Akwegbo. Jetzt werden wir es genau sehen. Mit der 16er Kamera. Das war noch nicht abseits. Aber jetzt, naja. Naja, ich würde sagen, doch eher korrekt. Noch einmal. Auf gleiche Höhe, beim Abspiel, glaube nicht abseits. Auf alle Fälle. 0:1, der Treffer zählt. Akwegbo. Damit regierender Cupsieger, frischgebackener zu sein. Schlussminute, einer der wenigen Angriffe. Akwegbo. Der Anschlusstreffer, das 1:2 in der 86. Spielminute. Akwegbo. Pavlovic hier geschlagen, natürlich sträflich vernachlässigt. Die Linzer wahrscheinlich. Sehr stark das Vorchecking des GRK, das immer wieder zu Ballbesitz führt. So wie jetzt.
Grunmeier. Akuegbo, 2:0. Eingeleitet durch ein super Vorchecking im Mittelfeld von Brunmeier. Und der hat dann auch den Assist geleistet zu Akuegbo. Wer hätte das gedacht? Der Außenseiter, ich habe schon betont, der führt hier und jetzt schon mit 2:0. Vorsprung verdoppelt. 42. Spielminute. Neuer Spielstand 0:2. Sehr schön. Die Aktion, vorher auch schon die Attacke im Mittelfeld, ideal aufgespielt von Brunmeier. Das sieht man, was ein schneller Stürmer in dieser Mannschaft des GAK wert ist. So ein Typ hat den Grazer noch gefehlt. Und der Nigerianer steht goldrichtig. Und da ist Tschatschesow ziemlich allein gelassen worden. Aber dann sieht er noch diese Aktion. Hütter auf Brunmeier. Akuegbo, die Entscheidung in der Nachspielzeit, 3:1. Und da lässt er, ebenso wie der Präsident, die Freude raus. 3:1 für den GAK durch Benedikt Akuegbo. Der GAK gewinnt erstmals in dieser Saison, holt 3 Punkte. Dementsprechend groß die Freude beim Trainer Werner Gregor. Einen Treffer in der Bundesliga erzielt. Dann wieder Akuegbo, diesmal macht das besser. 4:0 durch den Nigerianer, der morgen wieder zu seinem Nationalteam nach Afrika fliegt. Der Grund zum Jubel. Fehler von Aigner, Akuegbo setzt nach. Wird da spät attackiert. Hütter. Kulowitz, Möglichkeit, Schubball und Akuegbo, 4:0 für den GAK. Ja, für den GAK war dieses Spiel gegen Admira Wacker Mödling eine klare Angelegenheit. 4:0 Sieg in Mödling. Und zwar der vierte. Und das ist immer ein Tor. Der Ausgleich, nur kurz nach dem 1:0, der Ausgleich für den GAK. 58. Spielminute, Bene Akuegbo macht den Ausgleich. Zunächst nochmals, der Corner, da kommt Toni Ehmann mit dem Kopfball. Der Torhüter kann nur kurz abwehren und da steht Akuegbo goldrichtig, nicht im Abseits, in dem Spiel steht rechts noch ein Posizierspieler. Hier nochmals, Kopfball von Ehmann, kurze Abwehr von Seemann und Akuegbo muss den Ball nur noch irgendwie über die Linie bringen. Bene Akuegbo. Ja, wieder ein Missverständnis bei den Linzern und Ramusch. Brunmeier und Akuegbo nicht im Abseits. Der Schiedsrichterassistent läuft in Richtung Mittellinie. Das Tor zählt. Der GAK im Linzer Stadion in Führung. Nach dieser Flanke von der rechten Seite. Wir haben die 10. Minute. 55. Minute, also 0:1 durch das Tor von Akuegbo. Ein kurioses Tor. Noch einmal. Ramusch. 58. Spielminute. Der GAK führt mit 1:0. Torschütze mit der Nummer 10, Benedikt Akuegbo. Brunmeier. Ah, war kein Abseits. War kein Abseits. Entscheidung korrekt, geht in Ordnung. Gleiche Höhe, ist ja nicht mehr Abseits. Noch einmal Brunmeier, der Schuss. Pavlovic wehrt kurz ab und... Tor geht okay.